Freunde von PocketPC.ch. Ich begrüße dich zu einer tollen neuen Review. Und zwar haben wir von Notebooks Billiger heute das Moto X Style zur Verfügung gestellt bekommen. Beginnen werden wir einfach mit dem Unboxing. Ihr seht, das Gerät ist komplett noch verschweißt. Große Packung. Wirklich eine große Packung. Ich gucke mal einfach mal drüber, damit wir das mal genau wissen. 18,7 mal 18,6 oder wahrscheinlich gleich 18,7 auch. Schon ein riesiges Paket. Dann schauen wir mal, was innerhalb des Paketes zu finden ist. Oh, okay. Einmal das Moto X Style. Fühlt sich schon mal richtig gut an, das Handy. Da haben wir... Jetzt wird es aber unscharf, weil die Box ziemlich groß ist und der Autofokus da relativ lang ist. Haben wir einmal einen Bumper aus Plastik. Einmal ein Ladegerät, aber leider amerikanisch oder englisch. Einen SIM-Kartentray, also SIM-Opener. Der ist schon rausgefallen. Okay. Wie ihr seht, ist hier leider kein EU-Adapter dabei, aber wir haben ja alle genügend Ladegeräte zu Hause. Es ist ja auch nur ein Testgerät. So, das war es auch schon, was in der Riesenpackung steckt. Ich zeige es euch nochmal. Das ist das Modell in Black. Der Bumper. Und halt unser schönes Motorola. Ich lege es mal ein bisschen zur Seite. Was kann man da schon mal dazu sagen? Also 5,7 Zoll Display, Quad HD, 21 Megapixel Rückkamera, 5 Megapixel Frontkamera, 3000 mAh Akku, Turbo Power angebliche, soll halt auch relativ lange aushalten, der Akku, und vor allen Dingen auch innerhalb von 15 Minuten soll man wieder angeblich 10 Stunden Sprechzeit bekommen. Bin ich mal gespannt. Dann ist eine Nano-SIM drin, es sind 32 GB an ROM-Speicher. Auf der Rückseite, das wirkt sehr wertig, das ist so ein bisschen rau nivelliert. Doppel-LED-Flash, glaube ich, könnte es sein. Man sieht es jetzt ein bisschen schwierig, aber sehr schön verarbeitet. Alles Metall hier hinten. Das Motorola-Zeichen ist auch schön drüber gedruckt. Sieht super aus. Ich finde es auch sowieso sehr stylisch jetzt einfach mal. Abgerundeter Rücken. Das Außen müsste auch wirklich Aluminium sein. Ist es auch. Fühlt man auch. Schauen wir mal. Oben ist der SIM-Karten-Slot, wie wir sehen. Hoffe ich, dass wir es sehen. Millimeter-Klinke natürlich auch. Unten haben wir dann den Standard-Micro-USB-Anschluss. Gefällt mir auf den ersten Augenblick ganz gut. Auch von der Haptik her sehr schön. Die Größe finde ich angenehm. Das Gewicht finde ich momentan auch noch sehr angenehm. Kommt so ein bisschen an das Galaxy Note 4 heran vom Gewicht her, finde ich. Natürlich ist eine Original-Firmware drauf in allen Sprachen. Ich stelle es direkt mal auf Deutsch, damit wir das auch alles mitlesen können. Hallo. Weiter geht's. Jetzt muss ich selber mal schauen, da ich das Handy auch jetzt wirklich das erste Mal benutze. Wir haben also keine Soft-Buttons unten, sondern wir haben praktisch auf dem Display mit dargestellte Buttons. So, wähle ich uns einmal kurz ein. Dazu werde ich das Passwort mal kurz nicht zeigen. So, klappt. Verbindung wird überprüft. Das ist der erste Start halt überhaupt jetzt von dem Handy, seitdem ich es bekommen habe.
Einverstanden und weiter. Als allererstes natürlich die normalen Euler und von Motorola übertragenen Datenschutzbestimmungen per NFC brauchen wir nicht überspringen. Jetzt möchte er wahrscheinlich als allernächstes wie üblich das Google-Konto von mir haben. Überspringen wir jetzt einfach mal. Schauen uns einfach mal an, wie das Handy denn überhaupt mal auf der Oberfläche ausschaut. Na? Ich hoffe mal, überspringt es auch. Ah, okay, überspringen. Auch überspringen, Name brauchen wir nicht. Displaysperre jetzt einrichten, überspringen. Das können wir alles nachher mal machen. So, da gehen wir auch auf weiter, das kennen wir alle. Übertragen Sie Fotos, wenn wir jetzt ein anderes Handy hätten von Motorola oder von irgendeinem anderen Anbieter, können wir direkt Bilder und Daten übertragen. Machen wir aber jetzt nicht. So, damit sind wir auf der Moto X Style Benutzeroberfläche angelangt. Hallo. Ja, schauen wir mal. Erinnert mich jetzt im ersten Augenblick so ein bisschen an den Nova Launcher, wie er vom Start an auskommt. Wir sehen, wir haben wirklich hier unten nur die Soft-Buttons, die nicht am Rahmen sitzen, sondern innerhalb des Displays, wie wir es jetzt machen. Jetzt suche ich mal schnell die Einstellungen. Da sind wir schon. So, jetzt gehen wir die Einstellungen mal kurz durch. Ich hoffe mal, man kann das gut erkennen. Klar, die obligatorischen Android-Einstellungen, WLAN, Bluetooth, alles dabei. Display, mobil bezahlen per NFC. Motorola Datenschutz, Spracheingabe, Motorola ID. Damit kann man sich dann in dem Motorola Forum mit einloggen. Über das Telefon. Hier sehen wir schon mal ein bisschen was. Es ist Android 5.1.1 installiert, also die letzte Lollipop-Version, die wir haben. Schauen wir mal, Entwicklermodus funktioniert. Da sind wir auch schon drinne. Als allererstes immer das USB-Debugging anmachen, weil es könnte ja immer mal etwas passieren und dann muss der eingeschaltet sein, wenn man mal ein Handy wieder per Software flashen muss. Solltet ihr auch mal darauf achten, dass das sofort eingeschaltet wird. So, was haben wir da sonst noch? Was gibt es denn hier noch? Wie gesagt, Lollipop installiert. Das Display macht einen sehr guten Eindruck. Gefällt mir sehr gut. Muss ich dann gewöhnen, dass die Soft-Touch-Buttons natürlich einen Teil des Bildschirms jetzt wieder verdecken. So. Sieht aber schon mal ganz gut aus. Nichts Spektakuläres jetzt allerdings hier, dass da irgendwelche speziellen extra Motorola-Apps nochmal reingehauen wurden in die Einstellungen. Das sieht für mich alles relativ normal aus. Schauen wir mal nach den Sprachen, die uns zur Verfügung stehen. Wir haben jetzt von vornherein halt Deutsch eingestellt, habt ihr eben gesehen. Wir haben die Standardsprachen zum Beispiel alle schon mal drauf. Das sieht ganz gut aus. Eine Menge Sprachen. Ich weiß nicht, ob alle Let's dabei sind, aber es sieht mir nicht so aus, als ob wirklich alle Sprachen dabei sind. Aber das ist auch erstmal egal. Es ist ja auch nur unser Testgerät. Hauptsache Deutsch. Und jetzt schauen wir weiter. WLAN scheint einen sehr guten Empfang zu haben. Also ich habe auf jeden Fall viel, viel mehr WLAN-Netze hier bei uns, als ich mit meinem Node Edge habe. Das sind wirklich sehr viele, die das Handy auf Anhieb findet. Schauen wir uns mal das Display an. Was haben wir da? Adaptive Helligkeitseinstellung mache ich meistens aus. Bin ich nicht so der Fan von. Cleveres Display kenne ich nicht. Beim Hinsehen eingeschaltet lassen. Okay, das ist Smart Stay von Samsung praktisch auch. Was haben wir sonst noch? Schriftgröße können wir natürlich einstellen. Mache ich mal ein bisschen größer. Vielleicht erkennt ihr es dann noch besser. Ja, viel mehr war da auch nicht zu machen. Akkuanzeige ganz normal, 80%. Ich habe es natürlich noch nicht geladen. Mobil bezahlen, einfach durch Tippen bezahlen, heißt also NFC oder Google Pay wahrscheinlich dann auch demnächst, wenn das bei uns auch alles läuft. Displaysperre einrichten, unbekannte Herkunft werde ich sofort mal machen. Wir werden ja noch ein paar Apps für den Testbericht auch noch installieren. So.
Das Ganze sieht eigentlich, wie ich finde, wie gesagt, sehr schön aus. Ein tolles Handy. Jetzt schauen wir uns mal, gucken, ob man den Blickwinkel ein wenig erkennen kann, wie weit wir darüber gehen. Aber ich glaube, das ist ganz gut, sehr guten Blickwinkel. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Auch seitlich, finde ich, kann man da sehr gut drüber schauen. Also Blickwinkel gefällt mir. Jetzt versuchen wir mal noch ein bisschen die Helligkeit. Stufe, wir sind auf relativ niedriger Helligkeit. Jetzt machen wir es mal ganz hell. Okay, es ist hell, aber da habe ich auch schon hellere Displays gesehen. Gut, dann werde ich jetzt ein paar Apps installieren und dann schauen wir uns das Ganze mal mit ein paar Apps an, machen ein paar Tests mit dem Gerät. Alles weitere später.